Herzlich willkommen hier bei Lukas macht den Fisch. Heute mal mit einem etwas anderen Video, weil heute wird es so richtig persönlich. Keine Angst, nicht so persönlich. Vielmehr geht es darum, dass ihr ja wisst, wenn ihr meine Videos schaut, dass ich hier in diesem Garten meine Aquaponikanlagen habe. Was ihr vielleicht nicht wisst, ist, dass dieser Garten und dieses Haus, wo ich drin wohne, dass das mitten in Zürich steht. Und jetzt das große Aber. Das Ganze wird diesen September abgerissen. Hier entsteht ein großer Neubau, der diese beiden Häuser umfasst und eben auch diesen Garten. Das heißt, dieser Garten wird verschwinden und wir müssen ausziehen. Ich dachte mir, das sei eine gute Gelegenheit, um euch nochmals meine Aquaponikanlagen zu zeigen. Wir beginnen mit der ersten und ältesten Aquaponikanlage, die wir besitzen. Hier leben unsere Karpfen, Schleien, Goldraufen, Goldfische. Ihr seht, das ist den ganzen Winter über gelaufen. Wir beginnen hier schon wieder mit gewissen Pflanzen. Das ist unsere älteste, die am besten eingefahrene Anlage, die wir besitzen. Was wir hier sehen, ist unsere Tilapia Aquaponikanlage. Die gibt aktuell ein wenig ein trauriges Bild ab. Es ist Winter, wir haben die stillgelegt über den Winter. Wir haben die nicht einmal richtig abgedeckt. Die Tilapia sind zurzeit im Keller, aber hier wäre schon auch das Ziel, dass wir die Tilapia relativ bald jetzt wieder hier raus in diesen großen IBC-Container bringen, dass hier wieder Gemüse wächst, wenigstens noch für eine letzte Saison. Wo die Tilapia aktuell sind, das zeige ich euch jetzt. Wir befinden uns hier jetzt im Keller. Auch das gehört zum Haus, dieser schöne Keller. Hier habe ich eine kleine Aquaponikanlage aufgebaut, um die Tilapia irgendwie über den Winter zu bringen. Wir sehen, hier wachsen einige Pflanzen. Wir haben hier zwei Becken, wo die Fische leben. Wir haben hier eine kleine Aufzuchtstation angebaut, wo verschiedene Pflanzen jetzt wachsen, die dann später nach draußen in die großen Aquaponikanlagen gesetzt werden können. Auch das wird verschwinden, auch das wird abgerissen. Nun gut, jetzt wo wir schon hier sind, mich würde es unglaublich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst für den Kanal, wenn ihr dieses Video liked und ich versuche jetzt an den richtigen Ort zu kommen. So, jetzt sind wir am richtigen Ort. Wir sehen hier unsere kleine Wohnzimmer-Aquaponik, das kleinste System, aber auch hier wächst es ganz gut mit den Guppies, die da drin leben, teilweise Garnelen, die da drin sind. Diese Anlage wird das kleinste Problem sein, wenn wir dann zügeln, da machen wir uns um die draußen schon viel mehr Sorgen. Wie gesagt, wir müssen hier im September raus. Das Ganze wird abgerissen. Jedes Ende kann aber auch ein Neuanfang sein. Wir freuen uns auf die Jahre, die kommen und wir würden uns eigentlich einen Ort wünschen, wo wir weiterhin wohnen und Aquaponik machen können. Und hier kommt ihr ins Spiel. Falls ihr irgendeine Idee habt, wo wir in Zürich wohnen und Aquaponik betreiben könnten, dann schreibt mir doch eine Mail. Ich bin um jeden Tipp dankbar. Und die Person, die den entscheidenden Tipp gibt, die wird das Leben lang bei mir im Abspann erwähnt. Herzlichen Dank und tschüss.